Ich habe jede einzelne Datei auf Camilos Tablet überprüft. Okay, okay. Unfassbar. Unfassbar ist eher, dass da ein Video von dir ist, auf dem du 15 Minuten lang in der Nase bohrst. Und zwar während Signora Olivia einen Vortrag über Amerika hält. Ach, zeig mal, das will ich sehen. Also das ist eine Verletzung meiner Privatsphäre. Das war bestimmt Adrian. Wenn ich den erwische, bringe ich ihn unter. Was soll das? Wenn wir das Tablet nicht bald zurückbringen, wird Camilo irgendwann merken, dass wir es vertauscht haben. Ja, aber noch nicht. Ich habe dieses Video nicht hochgeladen. Und ich werde es beweisen. Zeig's nochmal. Nein, nein. Oh, das darf nicht wahr sein. Wahnsinn, echt fantastisch. Sehr schön. Lest bitte bis zur nächsten Stunde die Kurzgeschichte von Cortázar zu Ende und beantwortet die Fragen im Aufgabenheft, ja? Ja. Ja. Sehr gut. Dann bis morgen, Leute. Bis morgen. Bis morgen. Los, Mädels. Gehen wir raus. Lorenzo. Ich habe ein Problem. Ich komme nicht in mein Tablet rein. Okay, und was habe ich damit zu tun? Sehe ich aus wie ein Computerexperte oder was? Nein, aber ich glaube, es ist nicht mein Tablet. Mein Passwort funktioniert nicht und der Startbildschirm sieht auch anders aus. Vielleicht wurde es resettet. Das passiert oft bei den Tablets vom IAD. Ja, das habe ich auch gedacht, aber was, wenn's nicht meins ist? Vielleicht haben sie es ausgetauscht. Du hast doch gesagt, du hättest alles gelöscht. Hab ich ja auch. Na also, Camilo, bleib ganz ruhig. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, wirklich. Was ist das? Das ist meine Rede. Isabel bat mich, eine zu schreiben. Gefällt sie dir? Das IAD. Der Ort, an dem Träume jedes jungen Sportlers zur Realität werden. Ja! Das ist wirklich so unglaublich kitschig. Danke, Lorenzo. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich rufe dich an, wenn es mir mal schlecht geht. Vielleicht kannst du mich dann aufmuntern. Ich lobe dich doch nicht für etwas, das du schlecht machst. Deine Stärken sind Mathematik und Volleyball. Und dein Freund. Wie nett von dir. Aber Schreiben gehört nicht dazu. Also ich finde, es hört sich schön an. Außerdem ist mir auch nichts anderes eingefallen. Hilfst du mir? Das machen doch Freunde so, oder? Das kannst du vergessen. Ich bin mehr für Fußball geeignet, nicht so fürs Reden schreiben. Wenn du das hier vor allen vortragen willst, wirst du dich blamieren, klar? Aber ich gebe dir einen Rat, okay? Wieso suchst du dir nicht jemanden, der diese Rede für dich schreibt? Wer ist da? Ricky, darf ich reinkommen, Signora? Ja, komm rein. Vielen Dank. Na los, setz dich bitte. Ich habe soeben mit Amadeo gesprochen. Er hat mir mitgeteilt, dass das Video, in dem man sich über mich lustig macht, von deinem Tablet auf den virtuellen Campus hochgeladen wurde. Ja, das ist wahr. Willst du was dazu sagen? Bloß, dass es von meinem Tablet kam, aber ich es nicht war. Verstehe ich nicht. Heißt das, du hast davon gewusst, aber nicht Bescheid gesagt? Ich dachte, mir glaubt sowieso keiner. Ich wollte beweisen, dass ich unschuldig bin und herausfinden, wer es getan hat. Und hast du einen Weg gefunden, es zu beweisen? Also pass auf, Ricky, die Sache, die da passiert ist, ist wirklich ernst. Und bis ich entschieden habe, was ich tun werde, bist du suspendiert. Das heißt, du wirst vorübergehend nicht mehr am Unterricht teilnehmen und auch nicht mehr mit den Falken trainieren. Du darfst gehen. Nein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, unter welchem Druck ich stehe. Mein Vater war Torwart und mein Großvater auch. Und dann ist das erste Spiel auch noch gegen die Adler. Ganz ruhig, Rafa. Die Falken haben letztes Jahr auch gegen die Adler gewonnen. Wir schaffen das schon. Das ist nicht dasselbe. Die haben unsere drei besten Spiele aus der letzten Saison. Und jetzt stehe ich auch noch im Tor. Rafa, du bist im Tor, ich bin in der Abwehr, Gabo ist im Sturm und Kartosse auf der Ersatzbank. Das ist perfekt. Zum ersten Mal bin ich froh darüber, dass ich auf der Ersatzbank sitze. Okay, Schluss jetzt. Wir haben ein gutes Team und den besten Trainer. Ich meine es ernst, wir können jeden schlagen. Weißt du, du hast recht. Denn positive Gedanken haben positive Auswirkungen. Ja, klar, Rafa. Hör auf, Selbsthilfebücher zu wälzen und konzentrier dich lieber aufs Bällehalten. Und Kartosse kann dir helfen. Aber... Nein. Wieso nicht? Nein, ich habe echt Wichtigeres zu tun. Was ist denn wichtiger? Ich kann nicht. Ich kann dir dabei nicht helfen. Warte mal, die Idee wäre echt gut. Es war eine gute Idee. Komm zurück. Ricky. wo bist du gewesen? Wir haben Rafa gerade gesagt, dass er endlich anfangen soll sein... Ja, ich hab's gehört. So wie es aussieht, wird die Mannschaft der Falkenwald ohne mich auskommen müssen. Wieso? Isabel hat mich suspendiert. Jetzt heißt es Adios-Unterricht.
Aber vor allem, adios Falken. Aber macht euch keine Sorgen, ich werde nicht so einfach aufgeben. Ich habe das Video nicht hochgeladen und ich werde einen Weg finden, das zu beweisen. Seid ihr dabei oder nicht? Ja, na klar. Na klar sind wir das, Ricky. Und mach dir keine Sorgen, denn drei Köpfe wissen mehr als dein halber Kopf. Ist das klar? Das ist echtes Teamwork.